Hallo, liebe Videofreunde. Ja, ich sitze im fast fertig gepackten Wohnmobil und es regnet und es regnet und es regnet. Es ist kalt, es ist nicht schön draußen. Drum haben wir uns entschieden, unsere Norwegen-Tour zu canceln. Weil die Wetterprognosen für die nächste Woche, für die komplette nächste Woche schon mal nicht so sehr rosig sind. Sie haben dort einen Temperatursturz gemeldet und wir haben keinen Bock mehr auf Kälte. Es ist jetzt schon die letzten zwei Wochen echt wirklich verregnet und kalt. Die Erde braucht das, beim besten Verständnis dafür, aber wir würden uns dann doch gerne eine Urlaubsregion aussuchen, wo es warm ist. Das haben wir jetzt beschlossen und auch entschieden. Es steht also jetzt auch hundertprozentig fest. Ich habe jetzt heute nochmal aufs Wetterradar für Norwegen geschaut und es schaut einfach wirklich temperaturmäßig dort nicht gut aus. Wir haben einfach keine Lust, wieder im Wohnmobil zu frühstücken und auch abends drin zu sitzen. Und wir möchten einfach auch abends mal draußen sitzen und ein Glas Wein trinken und einfach ein schönes, ja, Urlaubsfeeling irgendwo haben. Und da wir ja nun auch schon viermal in Norwegen waren und letztes Jahr mega Glück hatten mit dem Wetter, haben wir uns entschieden, dass wir Norwegen dieses Jahr eben canceln. Vielleicht ist das irgendwie so ein kleiner Wink mit einem Zaunfall, dass wir mal was anderes schauen. Ja, der Nachteil ist, dass wir vorhatten, ein Pärchen zu besuchen, die uns auf YouTube gefolgt sind und aufgrund dessen wir den Piccolino hier haben, auch sich einen Piccolino gekauft haben. Nein, er heißt nicht Piccolino, aber auch sich einen Chasson Flash 515 gekauft haben. Und wir sind also schon sehr lange schon einige Zeit im regen E-Mail-Verkehr und Kontakt. Und haben uns auch ganz doll auf den Besuch bei den beiden gefreut, weil das auf dem Weg nach Norwegen gelegen hätte in Schweden. Aber leider Gottes, wie gesagt, ja, spielt das Wetter jetzt nicht mit. Und ich hoffe, ihr habt da auch Verständnis dafür, ihr zwei, dass wir das jetzt doch ändern. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wir holen das auf jeden Fall nach. Aber im Moment dürstet uns es nach Sonne. Michael war wirklich echt krank. Der war richtig erkältet, ganz doll erkältet auch. Und ich bin froh, dass der jetzt wieder halbwegs fit ist. Und wir haben einfach das Bedürfnis nach Wärme. Ja, jetzt ist der Nachteil bei dieser Tour, dass Kroatien keine Drohne erlaubt ist und auch in Österreich keine Drohne erlaubt ist. Wir also daher sehr eingeschränkt sind mit Drohnenaufnahmen. Slowenien ist wohl möglich. Ja, ist ein bisschen schade, weil das natürlich immer so ein Urlaubsvideo aufpeppt. Und auch mal eben Ecken, gerade Kroatien würde sich natürlich anbieten, von oben zeigt, die man ja sonst so nicht sehen kann. Und das ist sehr, sehr schade. Allerdings auch verständlich, weil bei den ganzen Touristen, die dort sind, wenn da jeder mit der Drohne unterwegs wäre, da wäre der Himmel voll. Also wir haben da auch Verständnis dafür. Wir haben es jetzt so kurzfristig umentschieden, dass wir auch keine Anträge mehr stellen können oder sonstiges. Also es wird halt eben drohnenfrei bleiben, die Videos. Wir hoffen trotzdem, dass wir schöne Impressionen einfangen können. Ja, und ihr uns treu bleibt und auch unsere Reise nach Kroatien und Slowenien verfolgt. Die Balkanroute kennen wir überhaupt nicht. Wir waren beide noch nie in dieser Region. Vielleicht fahren wir auch noch ein Stück weiter, keine Ahnung. Das müssen wir sehen, wie wir durchkommen und wie wir auch Lust haben. Wir wollen ja nicht so ganz so viel in diesem Urlaub fahren. Wir haben gute drei Wochen und möchten uns aber auch ein bisschen erholen und auch die Ortschaften einfach mal ein bisschen genießen. Von daher ist unser Ziel, unser Hauptziel ist Slowenien mit Abstecher Kroatien. Ja. Das waren die News, die Infos zu unserer geplatzten Norwegen-Tour. Ich mache mich jetzt hier ans Wohnmobil ausräumen wieder, weil jetzt kann ich gerade alles umpacken, muss auch einiges noch besorgen, weil wir so gar nicht auf Sommerurlaub eigentlich getrimmt waren. Also das ist ja dann doch jetzt, kommt ja auch Strandurlaub dazu, da muss ich noch einige Vorkehrungen treffen und alles wieder umräumen. Man hat ja sonst nichts zu tun. Also, in diesem Sinne, wir freuen uns auf diese Tour, mittlerweile jetzt auch richtig doll, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns übrigens bei Iris und Uwes Womo-Welt inspirieren lassen von ihrer Balkan-Tour im letzten Herbst.
Schaut da gerne mal rein. Wir haben ganz tolle Videos gemacht. Und ja, deswegen haben wir uns bei den beiden irgendwie inspiriert und anstecken lassen und haben jetzt alles umgeschmissen. Also, bis bald. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und grüßen euch ganz lieb und sagen dann mal, ja, bis Samstag. Ciao.